bin ich. Mein Atem geht ruhig. Ja. Also. Eibenholz. Pfeilspitzen, Harpchenfeder, Lederbänder. Was noch? Holzleim. Okay, ich kann genau 4 bauen, weil ich habe nicht mehr Harpchenfeder und auch nicht mehr Holz. Holzleim. So. Dann haben wir viele Bolzen und Pfeilspitzen. So, das sind zwar nur 5 Stück pro, aber der Schaden lässt sich echt sehen. Von denen. So. So, mal gucken, wie viele Brandsalben will ich noch herstellen? Brandsalbe. Das sind 5 Stück jeweils. Also stelle ich nochmal 25 Stück her. Und dafür brauche ich 5 Kohle dann, gell? Ja. So. Das heißt, die restliche Kohle kann schon mal wieder weggepackt werden. Das bin ich. Gut. Stell 5 Brandsalbe hier. Ja. Pack den Rest der Kräuter wieder weg. Ah ja gut, für die Feuerfälle nehme ich normale Heiltränke jetzt. Für den Endkampf nachher. Ja, ich greife hier schon vorweg. Tut mir leid deswegen. Aber für den Endkampf nachher hole ich dann die großen Heiltränke noch hier aus der Truhe. Ein Zwerg, ein Wort. So. Alles klar. Du hast noch mehr als genug Bolzen, das ist okay. Ja. Du nimm mal die besonderen Pfeile noch. Dann werden erst die Pfeile verpulvert und dann die Pfeile. Lass das mal Vorgrim machen. So, du trägst die Pfeile, die besonders sind. Bei den Bolzen sieht es so ähnlich aus. Erst die normalen Bolzen verschießen und dann die Bolzen. So. Gut, damit sind wir gerüstet für die Feuerfälle. Auf jeden Fall, wenn wir in Murolosch ankommen, erstmal speichern. Ich weiß gerade gar nicht, habe ich die Zwergeskraja weggepackt? Wenn nicht, dann mache ich das, wenn ich nochmal zurückkomme, um die ganzen guten Tränke zu holen, die wir brauchen. Nein, habe ich nicht. Also trägt Vorgrim die jetzt erstmal. Am besten hier auf Seite 2. So. Alle gerüstet und alles. Dann geht es hinab zu Odysseus Gemächern. Nehmen wir die Treppe hier drüben.
So, Aldesias, Gemächer. Dieses Mal ist keiner da und passt auf das Portal auf. Durchgehen, sind wir hinter den Feuerfällen. Feurig sieht's hier nicht aus. Speicher hier sicherheitshalber mal. So, wurde was geschlossen. Information für Gerling. Ich habe Gerling die Information überbracht. Er kennt jetzt die Namen und Stammbäume der Betroffenen. Ich wäre ja neugierig, ob sich dahinter eine spannende Geschichte von verloren oder vertauschten Kindern oder eine verbotene Liebe verbirgt. Aber das fürchte ich, ist eine Geschichte, die jemand anderes erzählen wird. Mhm. Die Karfunkelhöhle. Der König von Borolosch ist im Wahnsinn knapp gegangen, aber nun, da das Übel überwunden ist, gewährt er den Helden der Grachenqueste Zugang zu dem sagenumwobenen Höhlen unter der Stadt. Damit ist der Weg zur Karfunkelhöhle endlich frei, auf dass das adamantene Herz dort gefunden und bis in ewige Zeit vor den gierigen Händen des Bösen geschützt wird. Finde das adamantene Herz. Endlich hat mich König Arombolosch in die tiefen Höhlen hinabsteigen lassen. Die Suche kann also beginnen. Das Orakel soll mich nicht vergebens als hätte Drachenqueste auserkoren haben. Denn bald schon, das spüre ich, werde ich es in meinen Händen halten. Das adamantene Herz. Hoffentlich. Mhm. Okay. Eitrige Krötenschimmel hier. Und ja, in andere Richtung. Ja, doch, doch, wir können in andere Richtungen den Teleporter verlassen. Aber ich glaube nicht, dass hier großartig viel ist. Die Musik hier klingt auch sehr dramatisch. Ne, hier hoch können wir nicht. Okay, aber da hinten sind noch mehr eitrige Krötenschemel. Also doch, wir kommen hier hoch, aber nur von der Seite aus. Mein Atem geht ruhig. Sala Agrinda. Und ja, ich habe schon lange nichts mehr in unserem Garten gesammelt. Allerdings macht das auch wenig Sinn. Wir haben mehr als genug Kräuter. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Das heißt, es gibt nur einen Weg und der ist nach vorne. Oder erstmal hier rüber, die beiden Krötenschemel noch einsammeln. Also ja, wenn wir in der Wildnis sind, dann sammle ich noch die Pflanzen, die wir so finden. Also mit Wildnis meine ich Dungeons, Außenbereiche, alles. Aber den Garten ständig abfarmen, wenn wir dort sind, das rentiert sich eigentlich fürs Let's Play
Nicht mehr wirklich. Okay, Abzweigung und Weg geradeaus. Oh. Ich versuche mein Bestes. Na klar. So, das war's mit dir. Mein Atem geht ruhig. Und da kommt noch eine. Sprich, Freund. Aufgepasst! Bei Angriff war. Die hat schneller Wunden gefressen als die erste. Also gucken wir erst einmal, wo die herkam. Lavavorhang. Okay, Lavavorhänge können wir nicht so einfach. Für Ardo! Mein Atem geht ruhig. Folgt mir, Candidus! Oh, das sind schwache Feuergeister, die allerdings explodieren. Und Feuerherzen bei sich tragen. Öffne die Zyklopentüre. Die Scheintür hat weder Schloss noch Schalter. Zumindest ist nichts davon in der Nähe zu sehen. Doch irgendwo muss ein Mechanismus sein, mit dem man sie öffnen kann. Noch eine Smaragdspinne. Auch gut. Und ein Zyklopenskelett. Und Feuermoos. Hm. Glotzknochenmann. Ich spüre, dass keine finstere Magie in den Gebeinen wohnt. Noch ein Zyklopenschädel. Ingerim möge die Gräume verfluchen. Es ist wirklich lästig, ständig geistlose Feuergeister zu erschlagen, um die Brücken mit neuer Energie zu versehen. Warum lassen wir dieses Bauwerk nicht einstürzen und verlassen diesen Teil der Höhlen? Also, dass Ingerim angeschrien wird und nicht Angrosch, bedeutet schon mal, dass es sich nicht um Zwerg... Schau mal, da hat jemand einige Zeichen in den Stein gehauen. Ah, ja. Also, dem Zyklopenskelett haben wir jetzt auch den Kopf abgenommen. Wasser, das sieht aus wie Luft und keine Ahnung, was das sein soll. Oh, noch ein Zyklopenstein. Seltsam, was haben nur die Gräume dazu bewogen, ihre Nachrichten zu verschlüsseln? Ich habe begonnen, sie zu entziffern. Während Buchstaben hochkomplexen Mustern folgen, die sich jedem Entschlüsselungsversuch von mir entziehen, so scheinen eher... Sie scheinen eher einer chaotischen Unordnung zu folgen, konnte ich Zahlen schon verdächtig einfach zuordnen.
An allen möglichen Stellen tauchen diese Zahlen in Form von Symbolen ihrer Elemente auf. Auf Wänden, Nischen, Sockeln der verfluchten Brücke, einfach überall. Eine besondere Affinität erscheinen die Räume zu den ersten vier Ziffern zu hegen. Mhm.